Tomaten nachreifen lassen. So einfach gelingt es. Was tun, wenn die Tomate noch unreif und grün ist? Wir haben Tipps, wie Sie Tomaten schnell und einfach nachreifen lassen können. Tomaten an der Pflanze nachreifen lassen. Um den köstlich süßen Geschmack einer Tomate zu erhalten, ist es ratsam, die Tomaten direkt an der Pflanze nachreifen zu lassen. Sobald die Außentemperaturen unter 10 Grad Celsius sinken, sollten Sie die gesamte Tomatenpflanze mit Hilfe eines scharfen Messers abschneiden und die Blätter entfernen. Nun hängen Sie die Tomaten kopfüber an einem warmen Ort auf. Das Warten lohnt sich. Tomaten verpackt nachreifen lassen. Falls Sie nur wenige unreife Tomaten übrig haben, können Sie die Tomaten durch Einwickeln in Papiertüten zum Nachreifen bringen. Diese Papiertüten lassen sich problemlos selbst herstellen, indem Sie die Früchte mit einem Stück Stängel von der Pflanze abnehmen und in Papier einwickeln. Anschließend bewahren Sie die Tomaten einige Tage lang in einem warmen und leicht feuchten Ort auf. Äpfel zugeben. Während der Reifung gibt Obst das Gas Ethylen an die Umgebung ab. Dies bewirkt eine gegenseitige Beeinflussung und Beschleunigung des Reifeprozesses. Besonders Äpfel setzen eine beträchtliche Menge dieses Reifegases frei, wodurch umliegende Früchte schneller reifen. Um grüne Tomaten rasch rot werden zu lassen, genügt es, 2 bis 3 Äpfel neben ihnen zu platzieren.